Miriam Tachun, 0-4 am Ende. Es war ein ganz schwieriges Spiel heute. Ja, auf jeden Fall. Soll ich Hochdeutsch? Ja, war schwierig. Ich denke, wir hatten die ersten 15 Minuten im Griff, haben dann aber durch individuelle Fehler dann uns das Leben ein bisschen schwierig gemacht. Aber ich denke, es war heiß und ja, im Großen und Ganzen wirklich nicht ein gutes Spiel von uns. Was sowieso war, die Engländer haben ganz hohen Druck gesetzt und da habt ihr nicht direkt das Antwort aufgefunden. Ja, genau, das ist so. Wir haben dann versucht, mit langen Bälle dann in die Tiefe zu kommen. Gelingen uns dann auch nicht so, wie wir das wollten. Ja, unser Spiel, was wir sonst eigentlich von uns kennen mit einfachen Passspielen, ist uns wirklich nicht gelungen durch den Druck, aber ja. Auf die EM kriegt ihr eine Mannschaft, die nicht so gut ist wie England, aber ähnlich spielt mit Island. Dann ist heute das Spiel eine gute Lerne. Ja, auf jeden Fall. Ich denke, wir können viel mitnehmen aus diesem Spiel, dass wir auch noch mehr gegen den Ball arbeiten. Und ich denke, ja, gegen Island werden wir das sicher besser machen. Wenn wir die Gruppe von zwei sehen, Frankreich, wir sind der klare Favorit, aber die anderen drei Mannschaften, denke ich, sind ausgeglichen. Ja, auf jeden Fall. Also wir freuen uns auch sicherlich auf diese Gegner und auch die werden uns das Leben nicht einfach machen. Sie selbst spielen immer noch in Schweiz, beim Basel. Gibt es da auch Ambitionen, um irgendwann in die Bundesliga zu kommen? Ja, ich denke auf jeden Fall. Ich möchte gerne ins Ausland wechseln, möchte mir aber nach dem Kreuzbandriss noch Zeit lassen und ja, den richtigen Moment abwarten, um den Schritt zu machen. Wenn ich heute dann sowieso noch immer positiv ändern werde, das Publikum, das war wirklich fantastisch. Und auch der Schweiz hat die letzten 3-4 Jahre einen ganz großen Aufgang gemacht. Ihr seid nun auf die EM, ihr wart auf die WM dabei, die Olympia hat sie gerade verpasst. Hast du irgendwo eine Erklärung, wie das alles kommt? Ja, nee, ich denke, wir haben uns sicherlich im Fußballischen sehr, sehr gemacht, aber ich denke auch, dass der Frauenfußball sich sehr entwickelt hat in den letzten 15 Jahren und das liegt daran, dass wir einfach mehr an den medialen Dingen arbeiten, Social Media, aber auch, dass wir natürlich gewisse Dinge erreicht haben, wo wir daran natürlich uns erfreuen können und auch den Fans somit auch etwas zurückgeben können, was auch es enorm Freude macht, wenn man das heute so sieht, wie die kleinen oder auch die großen Fans hier uns angefeuert haben. Und wie geht es nun weiter in die Vorbereitung? Zuerst gehen wir mal in die 2 Wochen Pause und dann geht es in die Vorbereitung, die dann bis zur EM dauert. Und da werden wir uns sicher Zeit nehmen, um das Spiel England nochmal zu analysieren.